Hallo und herzlich willkommen zum Kurs Elementarteilchenphysik und wir wollen uns in diesem Video einmal mit einer interessanten mathematischen Aufgabe beschäftigen, die häufig als Übung im Kurs Elementarteilchenphysik gegeben wird. Es geht um die sogenannten Mandelstam-Variablen, benannt nach einem amerikanischen Theoretiker, der sich damit beschäftigt hat, insbesondere mit Streuprozessen. Wir schauen uns nochmal einen typischen Streuprozess an, die Pion-Proton-Streuung. Pion plus Proton ergibt wieder Pion plus Proton. In diesem Fall ändern sich die Teilchen nicht. Es kann aber auch zum Beispiel ein Pi0 und ein Neutron entstehen. Das ist mit den bisherigen Erhaltungssätzen hier kompatibel. Wir wollen jetzt ganz allgemein eine solche Streuung, wie zum Beispiel die Pion-Proton-Streuung, einmal mit Viererimpulsen beschreiben. Wir haben also zwei einlaufende Teilchen, die hier an so einem Wechselwirkungspunkt miteinander wechselwirken, mit einem Viererimpuls P1, und P2 und auslaufenden Viererimpulsen P3 und P4. Was waren nochmal Viererimpulse? Wir haben ja insgesamt bei einem solchen Prozess Energieerhaltung. Das heißt, die Energie des ersten Teilchens plus die Energie des zweiten Teilchens, zum Beispiel von Pion und Proton, ergibt die Summe der Energien von den beiden auslaufenden Teilchen 3 und 4. Ebenso gilt Impulserhaltung. Impuls Vektor P1 plus Vektor P2 von den beiden einlaufenden Teilchen ergibt die Summe der Impulse der auslaufenden Teilchen. Und in der Relativitätstheorie fasst man ja ganz gerne Energie und Impuls, wenn wir hier mal C gleich 1 setzen, wie wir das mit unseren natürlichen Einheiten in diesem Kurs immer tun, dann können wir dies hier zu einem Vierervektor zusammenfassen, und zwar zu einem kontravarianten Vierervektor E Vektor P. Ebenso der kovariante Vierervektor E-Vektor P wird hier mit P unten μ geschrieben. Und das Skalarprodukt dieser Vektoren, so ähnlich wie das Skalarprodukt von T-Vektor x und T-Vektor minus x im Minkowski-Raum, das ist hier dieses typische Skalarprodukt in der Relativitätstheorie, ist dann P unten μ mal P oben μ nach der Einsteinschen Summenkonvention, wird hier über μ summiert, ist gleich E Quadrat minus Vektor P Quadrat. Man kann das auch kürzer schreiben als p² mit diesem Viererimpuls. Und die Mandelstam-Variablen sehen jetzt folgendermaßen aus. Die arbeiten mit diesen Viererimpulsen. Und zwar haben wir drei Mandelstam-Variablen, S, T und U. Wir haben einmal P1 plus P2 in Klammern zum Quadrat, was natürlich dasselbe ist wie P3 plus P4 in Klammern zum Quadrat. Das ist das Quadrat der Schwerpunktenergie. Dann haben wir die Mandelstam-Variable T, P1 minus P3 zum Quadrat. Das ist das Quadrat des Impulsübertrags, hier in diesem Fall auf das Teilchen P3. Und die letzte Mandelstam-Variable U ist P1 minus P4 zum Quadrat. Das ist das Quadrat des Impulsübertrags auf das Rückstoßteilchen, in diesem Fall P4. Und es gibt eine interessante Beziehung, die häufig in der Elementarteilchenphysik-Vorlesung mal als Übung gestellt wird, die zeigt, was passiert, wenn man diese drei Mandelstam-Variablen addiert. S plus T plus U. Wir schreiben uns das mal hin. P1 plus P2 in Klammern zum Quadrat plus P1 minus P3 in Klammern zum Quadrat plus P1 minus P4 in Klammern zum Quadrat. Wenn wir das Ganze jetzt auflösen, gemäß unseres Skalarproduktes, dann erhalten wir hier einmal die Quadrate der Energien, also E1 plus E2 zum Quadrat minus die Summe der Impulse zum Quadrat, also Vektor P1 plus Vektor P2 zum Quadrat. Ebenso hier E1 minus E3 zum Quadrat minus Vektor P1 minus Vektor P3 zum Quadrat. Und dann hier beim letzten E1 minus E4 zum Quadrat minus Vektor P1 minus Vektor P4 zum Quadrat. So, jetzt betrachten wir zunächst mal die Energien, das heißt diesen Term, diesen Term, diesen Term, und lösen das nach den binomischen Formeln auf, dann erhalten wir hier E1² plus 2E1E2 plus E2². Hier erhalten wir E1² minus 2E1E3 plus E13². Und hier erhalten wir E1² minus 2E1E4 plus E4². Jetzt ziehen wir hier dieses Minus einmal raus und betrachten dann die Summe dieser Impulsterme hier. Wenn wir das ausquadrieren, erhalten wir hier Vektor P1 zum Quadrat plus 2 Vektor P1 Vektor P2 plus Vektor P2 zum Quadrat nach der ersten binomischen Formel. Und dann hier jeweils nach der zweiten binomischen Formel Vektor P1² minus 2 Vektor P1 Vektor P3 plus Vektor P3 zum Quadrat.
Und hier Vektor P1 zum Quadrat, habe ich ein Quadrat vergessen hier, Vektor P1 zum Quadrat minus 2 Vektor P1 Vektor P4 plus Vektor P4 zum Quadrat. Schauen wir uns jetzt nochmal die Energietherme an. Wir haben dann hier E1 Quadrat plus E1 Quadrat plus E1 Quadrat, also insgesamt 3 mal E1 Quadrat. Dann E2 Quadrat, E3 Quadrat und E4 Quadrat. Und dann plus 2 mal E1, und das können wir hier jeweils ausklammern, dann erhalten wir hier E2 minus E3 minus E4. Ja, wir haben hier 2 E1 E2, hier haben wir minus 2 E1 E3 und hier minus 2 E1 E4. Also haben wir insgesamt 2 mal E1 mal E2 minus E3 minus E4. Bei den Impulsthermen können wir jetzt die Minusklammer hier auflösen und erhalten wir insgesamt minus Vektor P1 Quadrat minus Vektor P1 Quadrat minus Vektor P1 Quadrat, das ist minus 3 Vektor P1 Quadrat, dann minus Vektor P2 Quadrat minus Vektor P3 Quadrat minus Vektor P4 Quadrat. Überall taucht hier jetzt das Minus auf. Dann minus 2 P1 mal, und jetzt können wir hier jeweils 2 Vektor P1 ausklammern mit dem Minus davor, dann erhalten wir hier minus 2 Vektor P1 mal Vektor P2, minus 2 Vektor P1 mal minus Vektor P3 und minus 2 Vektor P1 mal minus Vektor P4. Dann passt das Ganze hier mit den Vorzeichen, weil aus diesem Minus und diesem Minus wird hier ein Plus, aus diesem Minus und diesem Minus wird hier ein Plus, was dann hier jeweils auftaucht, und hier bleibt dann minus 2 Vektor P1 Vektor P2 über. So, was bedeuten diese Klammerausdrücke? Wir schauen hier oben noch einmal hin, Energieerhaltung, E2 minus E3 minus E4, wenn wir hier also E2 minus E3 minus E4 rechnen und bringen E1 hier rüber, steht auf dieser Seite minus E1, sodass also E2 minus E3 minus E4 nach klassischer Energieerhaltung minus E1 ist. Ebenso Vektor P2 minus Vektor P3 minus Vektor P4. Vektor P2 minus Vektor P3 minus Vektor P4 ist minus Vektor P1, sodass wir dann hier erhalten als Gesamtausdruck minus E1 mal 2E1, also minus 2E1 zum Quadrat. Und hier minus Vektor P1 mal minus 2 Vektor P1 ist plus 2 Vektor P1 zum Quadrat. Jetzt können wir hier noch zusammenfassen, 3e1 Quadrat minus 2e1 Quadrat ist e1 Quadrat. Wir erhalten dann also e1 Quadrat plus e2 Quadrat plus e3 Quadrat plus e4 Quadrat. Und hier können wir minus 3 Vektor p1 Quadrat plus 2 Vektor p1 Quadrat zusammenfassen zu minus Vektor p1 Quadrat. Und wir erhalten dann minus Vektor p1 Quadrat minus Vektor p2 Quadrat minus Vektor p3 Quadrat minus Vektor p4 Quadrat. Und jetzt schreiben wir diese Terme mal so zusammen, dass immer Energie und Impuls des gleichen Teilchens zusammengehören, nämlich E1 Quadrat minus Vektor P1 zum Quadrat, das entsprechende beim zweiten Teilchen, hier beim dritten Teilchen, hier beim vierten Teilchen. Und jetzt erinnern wir uns an die Klein-Gordon-Gleichung. Die Klein-Gordon-Gleichung sagt ja aus, dass E1 Quadrat minus Vektor P1 Quadrat nichts anderes ist als die Masse des Teilchens 1 zum Quadrat, wenn wir C und H quer gleich einsetzen. Ebenso ist dies hier das Massenquadrat M2 Quadrat, hier M3 Quadrat und hier M4 Quadrat. Sodass wir also hier mit Hilfe der Klein-Gordon-Gleichung erhalten die Summe der einzelnen Massenquadrate von diesen vier Teilchen. Mit anderen Worten, die Summe der drei Mandelstam-Variablen S plus T plus U ist gleich der Summe der Quadrate der Massen der einzelnen beteiligten Teilchen.